Und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Packbär. Ja, wie ihr seht, wir stehen in einer Boeing 737-800 der TuiFly hier in Düsseldorf am Stand Victor 25. Und ja, da hinten rollt schon eine Airbeline zur 2-3 links. Wir haben nicht das beste Wetter hier in Düsseldorf. Lässt uns nicht davon abschrecken, heute nach Dublin zu fliegen. Und ja, wir fliegen auf dem Bau. Heute alleine, aber das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Wir sind schon relativ oft alleine geflogen. So, fangen jetzt an, unser IRS zu erleihen. Und ja, eigentlich hatte ich ja vor, mit euch von Zürich nach Wien zu fliegen. Das will ich dann aber auch sehr gerne mit dem Worldfly-Team machen, was jetzt an diesem Wochenende leider ja gerade nicht so gut kann. Also, beziehungsweise Tim und Mauro. Und deshalb fangen wir jetzt mal an, hier unsere Kiste hochzufahren. So, geh weg, das Piepsen. Dann fangen wir auch schrecklich an mit der Heizung. Und gehen jetzt hier auf Standby Power. Und ja, wir werden auf eine Flugfläche von 380 steigen. Dass wir auch aus diesem Mistwetter hier rauskommen. Und ja, würde ich sagen, fangen wir an mit unserem FMC. Obwohl vorher noch. Fuel an Bord werden wir heute haben. 6706 Kilo. 6706. Und dann FMC. Nein, nicht das Feedback an. Clear. Kurs in bestehen. Echo Delta, Delta Lima. An Victor 25. So. Und wir wollen von Echo Delta, Delta Lima nach Echo India, Delta Whiskey. In Dublin. Und wir sind die TUI. 355. Departure geht raus über die 2-3 links und da werden wir wahrscheinlich die Netex Departure kriegen. Das wird dann die Netex Tritango sein. Wenn nicht, ändern wir es gleich einfach nochmal. Nach Netex fliegen wir über Zulu 282. So, nein, nicht 282. Und danach geht es über die Uniform Zulu 28. Weiter über die Uniform Nummer 60. Über die Uniform Lima 26 und dann nach Penil, Papa Echo, November, India Lima und von da aus weiter über die Uniform Lima 70 bis nach Baxo, Bravo Alpha Golf, Sierra Oscar. So, Activate, Execute, Perfect, ZF4, lass uns ausrechnen. Reserven an Bord haben wir 2.9, wie immer eigentlich. Kursindex 35 und Transition Altitude 5000. Aber schon. Und wir gehen auf 380. Execute and 1-Minute Takeoff. Wir starten mit. Sorry. Flaps 5. CG-Trim 466. Packen wir mal rein. 66 und die Vue 2 wird 145 sein. 145, dann machen wir Flight Directors on und stellen schon mal die 5000 ein. Dann ich mal kurz. In Düsseldorf haben wir Ground, Tower und Departure. Ground ist auf der 121.9. 2.1. Link engaged. So, da sind wir auf seiner Frequenz. Und machen wir nochmal die Abschaltzeichen an. Und fangen auch mal direkt an zu gucken. Ich bin Brown, wunderschönen guten Morgen. Ich bin mit 355 für den Check. TUI, 355, hallo. Read you 5. Okay, TUI 355, Information Deltas on board. On send Victor 25, request destination to our destination, Dublin. Request clean, sorry. TUI 355, your startup is approved, clear to Dublin.
via the Nikkei 4 Tango departure out of 23 left in your squawk is 1000. Cleared Dublin, Nikkei 4 Tango departure in squawk 1000. So. Packen wir den 1000 aus Squawk rein. Nur ein kleiner Hinweis, wenn du deinen Flugplan machst, hier die Netex Portengo darf ich eigentlich nicht geben, weil laut Flugplan darf ich nur über die UL 179 oder die Z283. Du hast ja die Z282, nur dass du das nächste Mal ein bisschen plant. Also soll ich das jetzt ändern oder darf ich weiterfliegen? Wenn das für dich kein Problem ist, das zu ändern, kannst du es gerne ändern. Ich glaube, das wird mit meinem Anrakzirkel nicht passen. Achso, ja gut, dann lass es einfach. Okay, danke. So, dann lassen wir es jetzt einfach so. Liegt daran, dass ich noch den etwas älteren Arbeitszirkel habe und die hier natürlich auf dem neuesten Stand sind. Aber es scheint ja kein Problem zu sein. So, dann packen wir hier Terrain, Data und Airport rein. Selbe hier drüben, Terrain, Airport und Data, so. Würde ich sagen, machen wir hier schon mal direkt den TCAS an und testen ihn. So. TCAS Test. TCAS Test. Pass. Okay, TCAS passt. Dann würde ich sagen, starten wir die APU. Wir haben nichts vergessen, oder? Die Anti-Collision an, dann die restlichen Flugpunkte an. Die Elektrikpumpen an, die Beats sind aus, dann müssen wir noch die Packs ausmachen. Gut, dann warten wir kurz, bis die APU hochgefahren ist. Den Transponder können wir nochmal einstellen. Nicht den Transponder, den QNH. Der QNH ist hier, mal kurz gucken. 1012. Ja, 1012, das passt. Runway Heading wird ca. 234 sein. So, 23. Ich mache einfach mal 233 rein. Mensch, was habe ich irgendwas im Hals? Okay, die IP sollte jetzt laufen, ja. Dann brauchen wir die Ground Connection nicht mehr. Beziehungsweise die Ground Power. So, und dann machen wir direkt die Parkbremse rein. Und wir sind eigentlich schon soweit ready for Pushback. Mal kurz, wenn wir was vergessen, APU geht an. Wenn wir oben auf APU gen. Die Wheelbell kann an. Dann die Autobrake auf RTO. Machen wir mal die Scheibenwischer auf Low. Und dann sind wir ready for Pushback. Die 355 ist Push and Start. 3355, Pushback is approved, facing east. Push approved, facing east, do me 355. Gucken wir mal, wo east von uns aus gesehen ist. Wenn wir jetzt mal hochgehen. Nordosten, das heißt von uns aus gesehen rechts. Control F12. Prepare for push and departure. Machen wir mal Lufthansa. Und nose to the right, please. No. Dann fährt er auch direkt ran. Können wir oben schon mal so machen, dass wir jetzt zuerst das zweite Triebwerk starten. Den Jordan-Part machen. Passt. Dann können wir schon mal die Frequenz vom Tower eindrehen. Das wird dann die 118.3 sein. 118.3. Captain, we're ready for pushback. Ja, da drüben kann ich auch nochmal Lichter machen. Locking gear. Hier. Dann machen wir die Wing und die Engine Anti-Ice auch an, weil obwohl mittlerweile bessert sich das Wetter. Ich kann ja mal hier gucken. Hier ist gerade in unserer Nähe ist ein Gewitter. Das ist natürlich nicht so schön. Departure check completed. Bypass been inserted. Release.
parking brakes. So, parking brakes release. Commencing push. All engines clear. Start up wheel. Okay, starting number two. Der Vertical ist so hoch. So, 20 an 2. Fuel pumped. So, da fährt die Nummer 2 hoch. Also soweit läuft alles gut mit dem Engine Start. Wir wollen auch nicht in den Fahrzeug rein, das ist mir nämlich neulich mal passiert. Da stand neben mir ein Flugzeug und dann waren beide an einem kleinen Gate. Es passte eigentlich und dann hat mich GSX genau da reingepusht. Ja, da hat er sich erstmal beschwert. Nicht so schön. So, Number 2 ist stabilized. Starting Number 1. Mensch, die haben zwei hochlaufen. Viele kommen. Ich hab irgendwas drin, weil ich hab irgendwas im Hals. Set parking brake. So, besser. Parking brake set. Taxi-Light anmachen, die Decke anmachen, die LP von aus, dann gehen wir auf Gen 2, dann die Blitzbildtriebwerke an, die Packs an, packen Flaps auf 3, dann gehen wir nach an, machen kurze Flight Controls, to left, to right, hier schon. Pull up, pull down, neutral and rudder, right and left, neutral. Okay, das passt. Left is clear, right is clear. Left and right clear. Okay, tschüss. Kurz bis er weggefahren ist, wir können schon mal den Taxi-Clearance holen. Die 355, ready for taxi. TUI 355, taxi to holding point, runway 23 left via Lima 4 and Mike. Via Lima 4 and Mike, to holding point, 23 left, 355. Das ist relativ leicht, wir rollen jetzt hier auf Tango geradeaus weiter und dann da hinten auf Lima 4. Und dann wieder rechts auf Mike, sobald er hier weg ist. So, er ist weg. Parking brake released. Und Start Taxi. Hier bin ich leicht schon. Und rollen Richtung Landebahn. Unsere heutige Flugroute wird sein. Wir werden raus aus Düsseldorf fliegen. Ja, dann so über München, Gladbach, Deutschland verlassen. Na, in die Niederlande reinkommen und dann über Rotterdam eine Rechtskurve nehmen. Bis hoch in die Nordsee rein. Und aus werden dann eine Linkskurve drehen, über Manchester hin überfliegen, also eine quer durch über Manchester hin. Dann so bei Liverpool eine kleine Linkskurve drehen, weiter geradeaus fliegen und dann ja, in der irischen See, wo jetzt gerade Dublin eine Linkskurve wahrscheinlich kriegen. Und dann noch ein bisschen viel starten. Gut. Dann werden wir gerade etwas schnell. Ich glaube, ich habe die Map 4 nicht verpasst. Ne, die Map 4 ist hier links. Und da ist eine Maschine im Anflug, das ist eine AK-20. Ja, eine AK-20. Ich glaube, der kommt auch vor uns runter.
die mich jetzt hier nicht gleich beim Start hetzen müssen. So, dann fahren wir jetzt hier nach links. Rechts auch weiter. TUI 355, Contact Tower on 118.3. Schönen Flug nach Dublin. Tschüss. Tower on 118.3, TUI 355. Danke dir für den Service und einen schönen Wochenende. Ciao. So. So, kontaktieren wir jetzt den Tower an. Link disengaged. Düsseldorf Tower, guten Morgen, die TUI 355 von Mike Tower und Frank von der TUI 355, Düsseldorf Tower, wunderschönen guten Tag. Taxi to Holding Point via Mike and Lima Tree. Wir sind ja Mike and Lima Tree. So, ich kann schon mal die Frequenz von der Departure einstellen, das ist die 1285. Wenn ich mich nicht erkenne, ich mich da nicht vertan habe. Mal kurz nach. 355, Traffic Information. Airbus 320 on final 23 left. Report inside. 355, Traffic inside. So, wir sehen den Platz 20 da vorne. Roger. Behind mention traffic, line up and wait behind. Line up and wait behind. Ich glaube, Lima 3 ist jetzt hier direkt nach links, das heißt, wir machen schon mal Turn-off an, die Taxi aus, Landing Lights on und die Engine Modifiers auf Continue und die Position auf Stop and Steady. Ja, hier ist Lima 3, so. Gucken mal schön seine Landung an. Da 20 der Lufthansa. Wir können direkt durchrollen. Ob hier einfach mal leckt. Okay, er hat ordentlich gezogen. So. Machen wir den IVA Transponder auf TX. Und positionieren uns auf der Bahn. Die Lichter sind sogar an. So, okay, er hat uns relativ weit vorne reingelassen. Ich hätte auch lieber Lima 2 bekommen, aber ich wollte jetzt mal nichts sagen. Weil wir kommen ja auch über Lima 3 hoch. So. Lufthansa 78, willkommen in Düsseldorf. Contact ground on 121.9. Bye bye. 1-to-1-9, Lufthansa 78, tschüss. So, sind wir jetzt ready for departure. TUI 355, wind is variable, 4 knots, runway 23 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 23 left, TUI 355, danke, ciao. So, die Glocke startet, dann packen wir N1 auf 40%. So, und takeoff. Power set. 80 knots. 100 knots. V1. Rotate. V2. Positive rate of climb. Gears coming up. Das Fahrwerk rein, nochmal so. Schön mit 20 Grad Neigung nach oben. Machen wir jetzt den Autopiloten an. Wenn das machen würde. Okay, drehen schon mal leicht nach rechts rein. So, Autopilot ist on. Gears off, Autobrake off. Und da kriegen wir jetzt die langen. Link disengaged. Langen Radar, guten Morgen, die TUI 355 und 2500 mit Feet Climbing 5000 Nitex Tritango Departure. Correction, Vortango.
So, Flaps ab. Ja, TUI 355 kommt vor dem Crossline World Flight 355. TUI 355 muss ich noch ausmachen, sorry. Weg macht er das schon. Zack, geändert. TUI Jets 355. Identified. Klappt zwar Level 110, aber guten Morgen. In welcher Zeit liefst du denn? Level 110, TUI 355, ja, gerade aufgestanden. Member joined. So, dann gehen wir hoch auf 11.000. Zur Information, es ist 14.30 Uhr. Okay, wir haben ordentlich Wind hier. Können jetzt mal die Landing Lights ausmachen. Dasselbe gilt für die Turn-Off Lights und für die Engine Mode Sector können auch off. Wheel Rail kann auch raus. Und die Schadenmischer können aus, weil wir gleich eh keinen Regen mehr haben. Gut, dann gucken wir mal, ob ich irgendwas vergessen. Ja, okay, wir können schon mal hier den 1.22.8 eindrehen, weil wir ihn gleich eh verlassen werden. So. Und bitte weiter steigen. Flugzeug, hallo. Dann mache ich jetzt einfach Level Change an. So. Jetzt hat das. Gehen weiter hoch auf 110 und dann die After Takeoff Checklist. Gear ist off, Auto Brake ist off, Flaps are up, no light, Speed Brake up, no light, Landing Lights off, Runway Turn off is off and Engine Mode Checklist are off. Gut, dann passt das von der After Takeoff Checklist. Was will er uns jetzt hier sagen? Take and above 10 degrees, passt schon. So, ihr kennt das Verfahren, es gibt jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns dann ja, gleich wieder, wenn wir kurz vorm Top of Climb sind. Ich sag dann, bis gleich. So Leute, da befinden wir uns nun ja kurz vor unserem Top of Climb. Wir sind auf 37.300 Fuß. Ja, wir sind jetzt schon über der Nordsee, also wir sind gerade aus der Niederlande raus, über der Nordsee jetzt. Ich habe Terrain mal ausgemacht und ja, wir fliegen jetzt, wie ihr seht, noch ein Stückchen geradeaus und dann halt, wie gesagt, links dann über Manchester. Ich kann dann mal kurz in die Außenansicht gehen. So, steht hier die Sonne auf der Schattenseite. Ja, wir erreichen jetzt auch gerade unsere 38.000 Fuß. Ihr kennt es ja, ihr kriegt gleich ein paar Inflight 10 und dann sehen wir uns, ja, wenn wir die 10.000 durchfliegen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Bis gleich.
Sitz. Wir sind auch auf 38.000 Fuß. Ja, beim Zicker war ein Ort schon mal. Ja, fangen wir an zu sinken. Ich habe schon eingestellt, wir gehen erst auf 22.000 Fuß. In Dublin ist das Wetter sehr, sehr variabel. Deshalb habe ich mir für die Landung ILS die Runway 10 rausgesucht. Wir werden mit Flaps 30 landen, beziehungsweise 141 Knoten. Und die ILS-Daten 099 als Kurs und die Frequenz ist die 1089. Und die ist auf beiden Seiten drin. Wir starten jetzt unseren Sinkflug. Das soweit von der Vorbereitung der Landung. Wir starten jetzt auch unser Sinkflug, habe ich glaube ich schon gesagt. Sind jetzt über Penil, das ist dann ungefähr, wenn ich mal kurz gucke. Ja genau, wir sind gerade über Liverpool hinaus, das heißt wir sind jetzt über der irischen See. Und ja, ihr kennt's, es gibt jetzt einen kleinen Cut und wir befinden uns dann gleich im Anflug. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder, jetzt auf 12.300 Fuß, wir sind noch ein bisschen zu schnell, um die 10.000 zu passieren. Aber wir müssen auch schneller sinken, deshalb ja, werden wir gleich halt im Anflug etwas stärker bremsen. Wir können schon mit Landing Lights und die Turn-Off anmachen, das geht, na okay, die Engine Mode dann warten wir nicht auf Continue. Wir packen schon unsere Autobrake auf 2 und unsere Speedback Armbar. Obwohl, ich hau die mal raus, damit wir hier auch schon bremsen können jetzt. Ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund so eine leichte Artis. Ich weiß nicht, von welchem Flughafen die stammt. Aber wir sind immer noch auf der 1228 für die Unicom, aber irgendwie, ja. Gut, sind wir da auf einer ATIS-Frequenz vom FSX Standard her gelandet. Nicht so schön. Er sollte jetzt mal schneller sinken hier. Beim nächsten müssen wir auf 5000 sein. So. Okay, jetzt macht das. 5C-Message. Deck required. Deck required after Resub. Okay, wir kommen Resub. Resub kommt. Wieso kann ich denn auf diesen FMC hier nicht auf Flex gehen? Resub kommt. Hier gleich. Wir müssen auf 3000 Alpha sein. So. Gucken wir nochmal kurz. Mittlerweile können wir mit 140 Knoten landen. Ich gucke nochmal kurz nach, ob sich bei der 1 was geändert hat. Nein, sieht nicht so aus. Da kommt nochmal hier. Wir haben kein Flugzeug vor uns im Anflug. Laut. Doch, laut schon. Laut Web schon. Aber was er da macht, das weiß ich nicht. Also der fliegt relativ komisch. Egal, wir machen mit unserem Sinkflug weiter. Wir können jetzt das Ballers wieder reinfahren. Und Arm hier auch direkt wieder. Ich glaube, wir sollten mal etwas schneller sinken auf die 5000. Jetzt müssen wir gleich noch ein bisschen was korrigieren. So, 27 deutsche Meilen noch. Dann müssen wir auf 3000 sein. Und dann können wir schon auf die 1.0 anfliegen. Es nervt mich leicht, hier die ATIS zu hören. Ich guck mal, wenn ich jetzt auf die 12855 gehe. Gut, dann ist die ATIS weg. Und wir sind auch auf keinem Channel. Das ist gut. Dann packen wir hier schon mal auf 254. Sind jetzt durch die 10.000 durch. Ich guck mal, die QNH hier ist. Wo steht es? Da. 1019. Da können wir schon mal hier einstellen. Ne, nicht hier. Hier. Unsere Baro. Packen wir die mal auf 450. So, da hinten sehen wir auch schon den Flughafen, wenn ich das richtig sehe. Jo, da ist der Flughafen von Dublin und wir werden auf die Bahn hier hinten gehen, glaube ich. So, sinken wir mal schön weiter. Ja, wir werden auf die Bahn hier hinten gehen. Ihr seht es, wir werden jetzt noch so circa 20 Knoten schon mal geradeaus fliegen und dann in einer großen, nein, in einer großen Linkskurve auf die Bahn eindrehen.
So, wir sind jetzt noch zu schnell. Packen wir die Speedbrakes wieder raus. Bis wir auf den 3000 Fuß sind. Und ja, da können wir dann auch erstmal die Geschwindigkeit abbauen. Bis jetzt ist der Flug eigentlich ruhig verlaufen. Wir fliegen jetzt schon 1 Stunde und 16 Minuten. Und hatten irgendwie keine Begegnung mit anderen Flugzeugen. Was ganz gut ist. Man sieht es hier auch, Risab kommt. Da sollen wir auf 3000 Alpha sein. Und dann fliege ich den Risab auf 3400. Oder danach müssen wir direkt auf 3000 sein. Da bleiben wir, würde ich sagen, direkt auf 3000. Und dann drehen wir halt hier vorne die Linkskurve. Und dort beginnt dann auch der Glide Slope bzw. der Localizer vom ILS. Und wir werden, sieht ja nach gutem Wetter hier aus, guck mal, vielleicht machen wir Cut 2 oder sogar nur noch Cut 1, aber wir werden die Kiste auf jeden Fall runterbringen. Nach dem Landetraining fühle ich mich da eigentlich relativ sicher. Also letztes Video. So, Airport, ich kann ja mal Terrain anmachen, gucken wir mal, ob uns hier was gefährlich werden kann. Ja, hier hinten leicht, aber da wollen wir nicht hin. Dublin Traffic können wir auch mal gucken. Laut WebEye ist hier in Dublin nichts los, das ist gut. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich gerade vom EVAP hier unterconnected bin. Das ist mir neulich auch schon mal passiert. Aber ich pack's einfach wieder rein, direkt. Und das hier raus. Das ist mir schon zum zweiten Mal passiert. Egal, wir sind wieder drauf. Und continue jetzt in Descent. Jetzt kommt die Linkskurve immer näher. Wir sollten eigentlich der Geschwindigkeit vielleicht runtergehen. Obwohl, ich glaube, er macht es bei mir. Okay, er macht es beim Decel-Kreis. Da vorne haben wir eine Dash 8. Das ist die Maschine von gerade. Ich hoffe, er beeilt sich jetzt ein bisschen. Wir haben jetzt auch ein ND. Weil ich möchte jetzt nicht noch ein Go-Round machen. Und langsam anfliegen kann ich gerade nicht. Okay, gehen wir schon mal die Approach-Checklist durch. QNH ist set on 1019, Outbreak ist 2. Speedbreak passen so. Dann nehmen wir jetzt die Engine Obstacles auf Continue. Die Wheelbell machen wir an. Und dann ist die Approach-Checklist komplett. So, da ist die Dash 8, ja, die wird auf jeden Fall noch vor uns reinkommen. Sie muss an uns vorbeiziehen. Vielleicht switcht er auch auf die andere Bahn, das wäre super nett von ihm, aber es sieht nicht so aus. Weil ich glaube, da gibt es noch eine Parallelbahn zu. Aber egal. Das Add-on, was ich hier habe, ist Mega Airport Dublin X von Aerosoft. Nur zur Information. Und wir erreichen jetzt unsere 3000 Fuß gemeinsam. Und er packt die Geschwindigkeit jetzt runter. Das ist gut und wir drehen jetzt jeden Moment ein. So, der Localizer ist drin. Ja, der ist armed und dann wird er ihn hoffentlich gleich übernehmen. So, wir drehen jetzt eine große Linkskurve rum, dass der Localizer übernimmt. So, ihr seht jetzt, wir haben einen ordentlichen Angle nach links. Aber das passt noch. Wir kommen jetzt auch hier wieder auf unsere normale Descent Rate. Und können dann gleich, sobald der Localizer hier besser drauf ist, den Approach einschalten. So, dann ist es tatsächlich noch 1200 Fuß unter uns. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu schnell für die. Wenn nicht, machen wir einfach den Go-Around. So, packen wir jetzt die Flaps auf 1. Das ist wollen wir noch ein bisschen draußen. Also entweder er ist jetzt hier gerade hier vorne disconnected oder wir sind wieder disconnected. Na, aber wir scheinen nicht disconnected zu sein. Obwohl, ne, er ist noch da, er wird nicht mehr auf dem E-Bub angezeigt.
Komisch. Packen wir jetzt den Approach rein. Der ist jetzt auch da. Oder? Sollte, ja. Okay, er sollte jetzt auch mit der Kurve. Tut er. Und der Approach ist drin. Und der Localizer, nee, der Glidescope ist captured. Nicht ganz, aber auf jeden Fall alive. So, wir packen jetzt die Flaps auf 5. Gehen hier auf die 5 Speed. Lass das Bollers noch ein bisschen draußen. So, jetzt ist davon die Bahn. Gehen jetzt auf Flaps 10. Irgendwie will er nicht bremsen. Ich verstehe nicht warum. Wir sind gerade auch nicht so schnell und dann kriegen wir die Maschine da vorne auch noch. Außer er ist jetzt unten. Okay, 190 ist definitiv zu schnell. Ich packe schon mal auf die Rev Speed jetzt. Ich glaube, er hat den Schub schon auf Leerlauf. Ich packe ihn jetzt mal manuell auf Leerlauf. Wir sind nicht mal Flap 1 Speed. Okay, wir sind definitiv zu schnell, wenn nicht machen wir einfach gleich einen Go-Around. Aber wir können es noch schaffen. Weil er jetzt gerade ordentlich schnell abbremst. Ich warte noch, bis wir die 1000 Fuß passieren. Wenn wir da nicht unser Fahrwerk draußen haben, dann mache ich den Go-Around. Okay, definitiv. Go on. So. Ich gebe jetzt gerade auch nicht wieder Schub, dass wir auch wieder auf die 3000 Fuß kommen. Flaps ab. Und wir gehen auf Kurs 099. Obwohl, wir machen einfach einer von die nach vorne. Oder geht das? Nein, das geht nicht. So, wir gehen auf Kurs 099. Zu hoch ein bisschen. Machen jetzt Autothrottel wieder rein auf 230 Knoten. Und versuchen jetzt mal hier. Wieso macht er denn nicht, was ich von ihm will? So, Autopilot on und Heading Select auf 3000. So. Dann bleiben wir jetzt auf dem Kurs. Enough ist drin. Enough will er irgendwie nicht reinmachen. Egal, ich fliege jetzt komplett manuell. Ich mache Enough wieder aus. So. So, mit 240 Knoten fliegen wir jetzt gerade aus weiter auf 3000 Fuß. Und drehen jetzt die Linkskurve auf Kurs 09. Wir machen jetzt einfach einen klassischen... also, mir fällt... Traffic Pattern, klassischen, eine klassische Platzrunde, so jetzt habe ich es. So, gehen jetzt wieder auf 200 Knoten runter, diesmal sind wir nicht so schnell. Hoffe ich zumindest. So, packen wir die Speedbacks mal wieder raus. Gehen jetzt wieder hier oben bis auf unsere normale Route. Jetzt auf One. Gehen jetzt weiter rum. Bis zum DUV VOR. NV, sorry. Gehen auf Flaps One Speed. Auf Flaps One Speed. Gehen weiter rum. Gegner sind, das wird uns jetzt egal.
größte sein, 279. So, dann kommen wir jetzt auf die Flap 1 Speed. Wir fliegen jetzt noch ein Stückchen geradeaus, wir halten uns nicht an die vorgegebene Go 1 Route, weil ich jetzt nicht so hier lange rumkreisen möchte. Es ist keine Maschine aus in der Luft, hier da sind. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, also wir erreichen noch unsere Flap 1 Speed. Ich weiß nicht, warum wir so schnell sind. Ja gut. Dann warten wir erstmal hier ein bisschen auf Flap 1 Speed. Gucken wir, ob jetzt wenigstens die Runway clear ist. Sieht aber sehr danach aus, also auf jeden Fall nicht mehr in der Luft. So, gehen wir wieder zurück. Das war eigentlich der Zeitpunkt, wo wir mal eine Ansage machen müssten, aber das haben wir eigentlich noch nie gemacht, deshalb lassen wir nochmal. So, fliegen jetzt erstmal weiter ein Stückchen geradeaus. Gut, da sind wir jetzt auf 3000 Fuß. Wir gehen jetzt auf Flap 5 Speed. Obwohl, doch, erstmal auf Flap 5 Speed, so. Und drehen jetzt rechts um 90 Grad. Auf Kurs 189. Und packen wieder Lackolaser rein. Das übernimmt. So, gucken, ob die Speedbrechen draußen sind. Nein, sind sie nicht. Denken wir auf 2800, da wir nicht ganz da eingefunden sind, wo wir einfliegen sollten. Auf nochmal 2700 war. So, wir sind jetzt bereit für den Intercept auf die Runway. Okay, wir sind ein bisschen zu tief, das passt. Okay, 2500 hätten wir jetzt eigentlich besiegt. Ich weiß nicht, was wir mit dem Vorlauf kriegen. Aber auch nicht so schön. Ich finde, dass das kleine Stückchen geradeaus weiter. Das sind seine Lockleiter hier links auf die Bahn bin. Der Go-Around war jetzt nicht so schön, aber er hätte noch mehr Schritte gehabt, wäre es noch schlimmer gelaufen. So, der Lockleiser hat uns jetzt. Wir machen jetzt einen Kurs rein. Würde ich sagen, ich weiß nicht, wieso er jetzt hier beginnt zu sinken. Das frage ich mich gerade. Jetzt hat er auch zu sinken, jetzt ist Lockleiser und Leitstrip allein. Ich muss ordentlich nachdrehen. Kommt langsam der Glide-Slow. Mach das hier mal weg. Also Lockleiser und Glide-Slow sind jetzt relativ nah an den Intercept-Punkten. So, dann ist jetzt Flaps 10. Dann ist der Glide-Slow captured. Oh, was war das jetzt? Hoch runtergezogen, alles klar. Wird nicht so schön. Jetzt ist der Lockleiser captured. Hier ist coming down, Flaps 15. Wir gehen auf Rev Speed 140. Und packen Flaps raus aus 25. So, das sieht schon mal besser aus mit der Geschwindigkeit jetzt. Lockleiser ist also alive and captured. Und Flaps full. Gut, dann machen wir die Landing Checklist. Flaps down and green light. Gear is down, three green, spoilers armed. Landing lights on, runway turn off on, engine not checked. Continue. Listen, spread zu landen. Sieht nicht nach Verkehr aus. Wenn jetzt noch Verkehr kommen würde, dann würde ich glaube ich einen kleinen Raster kriegen. Wir übernehmen auf 1500, das ist dann so zwischen Cut 1 und 2. Weil man die Bahn halt jetzt noch nicht komplett sehen kann, wenn ich kein Risiko eingehen will. Geschwindigkeit passt, Höhe passt soweit auch, Autopilot geht aus, I have control. So, mein Joystick ist schon ganz kalt, weil ich ein
Oder mein Yoke ist schon ganz kalt, weil ich ihn jetzt die ganze Zeit nicht mehr in der Hand hatte. Also wir haben jetzt 1,5 Stunden Flug hinter uns. Geplant waren eigentlich für den Flug, ich kann mal kurz gucken. Geplant waren eigentlich doch 1 Stunde 35 Minuten. Gut, dann hätten wir uns leicht verplant, aber der Go-Round war ja nicht drin eingeplant. Und steht da eine Bahn neben, steht da ein Flugzeug neben der Bahn und da bilde ich mir das jetzt ein, weil ich Angst vor dem zweiten Go-Round habe. Ich glaube, ich bilde es mir nur ein. So, wir haben ordentlich Wind, ihr seht es. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir gestern das Landetraining gemacht hatten. Oder für euch vielleicht schon länger her, je nachdem, wann ihr die Videos guckt. Vorgestern, sorry. 1000 ist checked. Oh, ich dachte schon, es kommt gar nicht mehr. So, Autothrottle aus. I have full control. So, ich vertraue mir jetzt nicht mehr so ganz im ILS. Ich fliege jetzt eher nach Auge und Hand. Nach Auge und Gewissen, so. Nach Erfahrung. So. Zwei weißes Rot, das passt. Laut ILS sind wir zu hoch und zu weit rechts. Sieht für mich, finde ich, nicht danach aus. Jetzt konnten wir den Tower nicht mehr kontaktieren. Das werde ich ihm auch gleich sagen. 500 ist checked. 400 checked. 300. Approaching minimums. So. Minimums. Continue. And land. Der hat uns jetzt gerade nochmal schön Wind erpackt. So. 50, 40, 30, 20. Okay, die Landung war gut. So, Reverse Green. Ich bin zufrieden mit der Landung. Wir bremsen die Kiste mal relativ schnell hier ab. 70 Knots. Reverse Incoming. 60 Knots. Den habe ich jetzt hier nicht genommen. Und den nächsten einfach. So, 45 Knoten, manuell bremsen. Spoilers kommen rein. Und der Tower war auf der 1186, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. 1186, das mache ich jetzt mal lieber so, weil so geht es schneller. 1186. So. Link engaged. Link disengaged. Gut, dann gehen die Landing Lights aus, die Turn-Off gehen aus, die Text Lights gehen an. So, und die Position geht auf Steady nur noch. Und die Flaps kommen rein. Clock aus. Okay, 1 Stunde 36 Minuten, das passt. Wir sind jetzt hier auf Kilo 2. Oder Echo 2, Echo 2 glaube ich. Ja, Echo 2. Dublin Tower, good day, 23551. One vacated via Echo 2, sorry, it was too late to contact you for land clearance. No problem, sir. I did come on just as you were on final, so that's no problem at all. Taxi to gate 305 Lima, cross one, cross runway 1634 Alpha, link 2, Lima 4. Link 2, thank you for watching. Taxi gate 305 Lima, we are Alpha, Lima 2 and NP4 to 355. So. 305 Lima. Gucken wir mal. Hab ich nicht. Hier höchstens 307 Lima. Ich roll einfach mal zum 307 Lima und request and follow me. Weil ich mich hier in Dublin nicht auskenne. So. Gucken wir nochmal, ob wir alles ausgeschaltet haben. Wir können die APU mal starten. So, dann bleiben wir hier glaube ich noch kurz stehen. Obwohl, ich roll noch kurz bis da vorne hin und dann warten wir auch kurz auf Follow Me. Weil ich möchte mich jetzt hier nicht so gerne verfahren. Ah ja, und den Transponder müssen wir noch auf Standby machen. Obwohl, der ist auf Standby, okay, das ist gut. Ich würde sagen, wir crossen die Runway jetzt hier mal. Ich habe es mir aufgeschrieben nebenbei, deshalb hat er auch so manchmal da die Sicht gewechselt im Flugsimulator.
weil ich halt auf diesen Tasten, zum Beispiel jetzt auf dem L, auf dem A und auf dem E, hatte ich so zum paar über EasyDocs ein paar verschiedene Kameraeinstellungen für die Außenansicht halt, für InFlight 10. Und wenn ich die halt, ich schreibe die halt sozusagen auf meinem zweiten Bildschirm in den Link rein, wenn man eigentlich einen Website-Link reinschreibt, da schreibe ich rein, was er mir sagt. Und dann wechselt er halt auch irgendwie über EasyDoc die Kameras, was ich nicht ganz so gut finde, aber ich kann es halt nicht ändern. Nach vorne kommt das Follow-Me-Fahrzeug. Dann bremse ich hier mal. Wir sind jetzt auf Alpha, das ist schon mal gut. So, jetzt sind wir Link 2, das ist L2. Dann kurz stehen, bevor er wieder wegfährt. Ich glaube, ich sehe mein Gate schon da hinten. Aber gucken mal. Und let's go, dem Follow-Me-Fahrzeug hinterher. Wieso bremst er jetzt? Ja, ich folge dir. Keine Sorge. So, jetzt müssen wir ein Entry vor irgendwo haben. Okay, er sagt erstmal geradeaus weiter, das ist schon mal gut. Er gibt aber richtig Gas irgendwie. Ist hier Left Entry 7? Ne, hier Left ist glaube ich weiter auf Alpha, oder? Kann gut sein. Auf Alpha gucken wir hier, hier sind ganz viele Gates auch nach 305. Da sind die 400er. Da sind noch mehr 400er. Hier stehen gar keine Gate-Nummern. Da sind auch gar keine Gates. Folgen wir dem einfach mal weiter. Ich sag jetzt einfach hier links. Hier ist 305 Romeo, aber ich mache 307. Weil wir wollen ja schon an den Gate ran. Ich weiß nicht, ob die Gates hier beweglich sind. Ich glaube nicht, aber ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass sie nicht beweglich sind. So. Und dann ist das jetzt gleich hier links, der nächste. Okay, die Gates sind nicht beweglich, sonst wird dann nicht die Treppe vom GSX stehen. Sollen wir das jetzt hier links sein, am hinteren Ende des Flughafens? Aber es passt, wir rollen jetzt hier rein. So. Ich hoffe, das passt jetzt. Sieht mir nicht danach aus, obwohl wir könnten es schaffen. So. Das war jetzt nicht ganz so schön, aber es passt. Obwohl. Das ist doch eigentlich voll okay. Minus 0300, das ist doch eigentlich voll okay. So, dann machen wir die Engines aus, packen die APU rein und sagen dem Tower Bescheid. TUI 355, unblocks Gate 307, I'm sorry. TUI 355, thank you. Over ATC, you can monitor Unicom 122 Decimal 8. Thanks for flying to Dublin, have a nice evening, bye bye. Unicom 1-2-8 to EP55. Thank you for your service. Have a nice weekend. Bye. Link disengaged. So, immer freundlich bleiben. Gut, dann sind die Triebwerke jetzt aus. Die APU ist drin. Machen die Taxi Lights aus. Und ja. Gehen wir nochmal kurz in die Außenansicht. So. Warte, Flugzeug, hallo. Da. Das war's dann mit dem heutigen Flug unserer 737. Wir sind doch eigentlich total perfekt auf der Linie geparkt.
Ich weiß gar nicht, was er hat. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ihr kriegt jetzt nochmal kurz in den Anhang unsere Landung rein. Werde ich aber nicht sprechen, werde ich Musik hinterlegen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen und bitte verzeiht mir, dass wir kurz den Go-Round machen mussten, weil wir zu schnell waren. Dafür war die zweite Landung umso besser. Bis zum nächsten Mal. Ciao.